Seid gegrüßt zurück zu Stronghold Crusader. Wir sind in Mission 4. Drac de Chevalier oder so. Die Belagerung von Arca. Im Verlauf des Marsches nach Süden fügen sich die kleinen Emire den Kreuzrittern und erklären sich einverstanden, den verlangten Tribut zu zahlen. Nur die Stadt Arca weigert sich, sich zu ergeben. So, wir kommen immer näher nach Süden zu Jerusalem. Der Hauptteil der Armee belagert Arca, doch die Männer verlieren den Mut. Beginnt mit dem Bau einer neuen Burg, dem Krag de Chevalier, und stärkt den Kampfgeist der Truppen mit Bier. Auch Räuberbanden könnten sich als Bedrohung herausstellen. Ja, schauen wir doch mal in die Hinweise, wie immer, dass man mal auch alles gesehen hat. Wenn ihr euren Bergfried auf der rechten Seite des Hügels nahe der Oase platziert, wird eure Hopfenproduktion beschleunigt. Dann könnt ihr auch bei der Oase platzieren. Lasst genügend Freiraum zwischen den Gebäuden, damit sich im Falle eines Brandes das Feuer nicht so schnell ausbreiten kann. Ja, gut. Das wird natürlich eine heiße Angelegenheit. Seht davon ab, Schenken zu errichten, sonst verbraucht ihr all das Bier, das ihr zu horten versucht. Okay, wollen wir mal reinschauen. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ich wusste gar nicht, dass er das dann zweimal sagt. Meint hier oben, auf der rechten Seite. Wir können theoretisch auch die Burg hier unten bauen. Aber früher habe ich die Hinweise nie gelesen. Ich habe grundsätzlich eigentlich immer hier oben den Bergfried hingesetzt, einfach weil ich eine Burg bauen wollte. Und ja. Wir haben hier auf jeden Fall gut Landfläche, viele Bäume, Stein, Eisen. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Bauen wir den Bergfried hier hin. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Kornspeicher. Komm, den bauen wir dann auch mal hier oben hin. Der steht dann hier hinten. Und erstmal direkt 5 Holzfäller. Wir holen uns direkt ein bisschen Getreide und Obst. So. Und da nehmen wir mal 4. So. Ein bisschen hätten wir noch mal. Schauen wir mal in den Marktplatz rein. Den können wir mal hier hinstellen. Wir können keine Nahrungsmittel einkaufen. Wir könnten Holz, Stein und Eisen einkaufen und verkaufen. Okay. Wir brauchen ein paar Häuser. Oh, die bauen wir mal hier so ein bisschen verteilt. Wir benötigen Holz. Jetzt brauchen wir Holz. Holen wir gleich eine Menge, eine größere. Und bauen hier und hier einen Steinbruch. Wir können ja damit auch Geld verdienen. Und noch ein bisschen Holz. Ich denke, 2 reichen erstmal pro Steinbruch. Es könnte sein, dass insgesamt 5 am besten wären. Wenn wir ja dann sehen. Und wir bauen direkt die erste Hopfenfarm. Und da haben wir einen unserer Holzfäller erledigt. Holen wir jetzt die 2 Getreidefarmen noch nach. Und dann bauen wir hier die Mühle. Wir benötigen und mehr hier Holz. Bauen wir dann die Bäckerei in so einem Halbkreis. Und schauen wir, dass wir hier irgendwie noch ein paar Mauern drumherum bauen. Und hier Vorhaus hier hin. Vorhaus hier oder hier hin. Und ziehen eine Mauer hier außen rum. Wir können ja jetzt Mauern bauen und wir können die Wachtürme bauen.
Was können wir denn für Waffen? Also die, die wir auch letztes Mal in Antiochia bauen konnten. Und wir müssen eh noch ein bisschen warten. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Waffenkammer hinstellen. Und die ersten Bäcker reinbauen. Und dann wissen wir, es wird zu bösen Dingen kommen, nämlich zu Bränden. Ich weiß nicht, wo die auftauchen werden. Und dort oben im großen Bottich, das wird erstmal für die Burg reichen. Wir machen zwei kleine Brunnen auf jeweils einer, auf einem unserer Wirtschaftsseiten, also Außenwirtschaftsseiten. Und unseren ersten Bogenmacher bauen wir. So, und jetzt hole ich mir einen Schluck Tee. Während unsere Burg langsam wächst. Wir müssen jetzt auf Stein warten, damit wir das Ausbildungslager bauen können. Ein paar Piken würden uns auch nicht schaden. Hopfenplantagen könnten wir eigentlich noch eine zweite gebrauchen. Wo kriegen wir die am besten hin? Am besten dort, wo der Brunnen steht und der Baum im Weg ist. Irgendwo wird hier doch wohl noch eine hinpassen. Jetzt schon. Damit wir ein bisschen Hopfen schon mal einlagern können. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, ja, um das Gebäude zu verwalten. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich weiß, es ist sehr dicht gebaut. Wenn hier jetzt ein Feuer ausbricht, wird alles hier brennen. Haben wir Gott sei Dank den Brunnen dazwischen. Ich finde es aber so ein bisschen schöner. Steine. Ausbildungslager können wir hier oben bauen. Das ist, glaube ich, auch noch eine schöne Position. Komm. Liefert ab. Boah. Wärter, Lanzen, Bögen. Und dann verkaufen wir den Rest vom Stein erstmal. Bin zur Stelle. Und die ersten Bogenschützen holen wir. 8 Steine pro Lieferung. Sonst doch immer mehr, oder? Waren es bei Stronghold 1 nicht auch 20? Ich könnte mich an irgendwas da erinnern. Keine Ahnung. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Wundert mich nur auf einmal. Sonst sind es mit Sicherheit mehr. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Oder bin verwirrt. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Hier kommt man hier runter. Weiter. Und dann. Wir haben eine Menge Menge Mehl. Hier machen wir ein bisschen Abstand. Doch da nicht alles zu ist und dann bauen wir die Bäcker ein bisschen verteilt hier. So. 2 Bäcker will ich noch. Einen Lanzenmacher will ich eigentlich auch unbedingt. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Dann will ich. Vorräte sind sehr knapp, Sire. Boah, das werden schon wieder mehr. Ich will noch 2 Bogenmacher und einen Lanzenmacher. Und dann will ich noch eine Schmiede und noch eine Rüstungsschmiede. Mehr Getreide könnte auch nicht schaden, tatsächlich. Komm, den Brunnen reißen wir hier mal nochmal ab. Der steht dort schlecht. Und den stellen wir doch mal dort auf. Und machen hier noch eine Getreidefarm hin.
der Baum weg ist, können wir dort oben noch eine Hopfenfarm hinstellen. Bin zur Stelle. Ihn jetzt erstmal ein paar mein Bogen schützen. Rücken aus. So. Reiß den gleich ab. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Mir ist nämlich aufgefallen, dass das gilt auch für dich, ich den direkt dort an die Außenwand gestellt habe. Und dort wollte ich ja Mauer außen rumziehen. So, ungefähr hier wollte ich das Tor. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, das ist schon mal nicht so gut. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, wir werden jetzt schon Nahrung einkriegen. Sehr knapp, Sire. So. Dann wollen wir mal schauen. Da haben wir noch ein bisschen was. Wir haben ja noch Eisen. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Können auch noch ein Haus bauen. Und wir benötigen Gold. Dafür brauchen wir Gold. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Wie war das? Unsere bescheidene Kirche ist nicht aus Gold erbaut. Oh, das ist doch lösbar. Wohin gehen wir? Die werden wahrscheinlich hier drüben hinlaufen. Wie sie können, ja. Kommt, bleibt immer hier oben. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Sehr wohl, mein Herr. Habt euch die. Ein leichtes. Mit Vergnügen. Aber natürlich. Ihr schnappt euch die. Kinderspiel. Auch weg. Eure Befehle? Ja, bitte. Nun kommt ihr mal hier rüber. Ihr könnt auf uns zur Stelle. Wir dürften trotzdem einen Höhenvorteil haben. Ein ihr jagt die. Und wir können noch das Eisen verkaufen. Ach komm, eine Münze. Nicht euer Ernst. Okay, dann. Dann müsste dorthin jetzt endlich dieser Baum weg sein. So. Wohin Problem gelöst. Wir? Hier geht ein man noch hier rüber. Weg. Wir hier käme dann Steine. Ein Turm hin. Da würde ich einen noch hin platzieren und hier. Und dann würde ich hier noch einen hinstellen. Da und da oben. Ja, hier wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Und dann lasse ich hier oben erstmal die Mauer weg, ziehe die erstmal hier rum. Hier unten lagern sich tatsächlich Steine ein, aber nicht sehr viele. Das heißt, einer müsste ausreichen. Das ihr könnt auf uns dann noch effizienter zu betreiben. Ein wir könnten Weg. Auch langsam ein bisschen Bier produzieren. Da wir hier unten nichts machen, würde ich sagen, mal stellen wir einfach die Brauereien hier hin. Ich gebe euch aber hier auch noch einen Brunnen. Haben wir hier so ein paar kleine Viertel oder so. Okay. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Wir brauchen Rekruten und wir brauchen endlich noch einen Bogenmacher. Und wir brauchen noch einen Pickenmacher. Und ich habe, glaube ich, gerade den Bogenmacher getötet. Ja, habe ich. Ich habe nämlich dort ein... Gebäude stehen in Flammen, Sire. Ja, lösch das mal. Und braucht nur einen passenden Brunnen, ne? Und zwar... So. Hier wollte ich dann auch noch rein. Und dann hier noch rein. Ja. Gut. Ich brauche immer noch mehr Geld.
So und so. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Und nicht genug Arbeiter. Im Zweifelsfall reißen wir jetzt. Ja, wir reißen jetzt die Obstplantagen ab. Die brauchen wir nicht mehr. Immer noch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, eigentlich dürfen die zwei Hopfen reichen, aber wir machen noch eine dritte. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Das Holz kaufe ich gerade. Brauche ich hier diese. Kriegen wir hier gleich noch eine Holzlieferung rein? Nee, das dauert noch. Bevor hier die Bäume reinwachsen, bauen hier noch eine zweite Mühle. So. Bin zur Stelle. Es werden Waffen auf uns zählen. Das ist erstmal gut. Dann baut man den Turm hier hin. Dann wollen wir mal die Mauer durchziehen. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die auf dem Weg zur Burg sind. Aber das wird ihnen auch nichts mehr nützen. Okay. Bogenschützen bereit. Den. Mein Bogen ist teuer. Doch mal besetzen. Mein Herr, ein weiter Weg. Eure Befehle? Und Rücken ihr geht aus. Mal auf den Turm. Bin zur Stelle. Ja, ich glaube, wenn da noch eine Zinnen drumrum sind, sieht das wahrscheinlich sogar die ganz okay aus. Greifen an. Wo seid ihr dann? Da unten. Aber auch nichts, was da kommt. Allzeit bereit. Nichts, was stört. Dann schauen wir mal. Bauen wir hier mal noch eine Eisenmine hin. Ich wollte ja noch eine Mühle bauen, ich erinnere mich. So. Womit kann ich dienen, Herr? Ja, das ist so ein kleines Problem, die berittenen Bogenschützen, aber wir haben nicht nur den Höhenvorteil. Komm, erledigt mal kurz die. Kann sonst böse werden, weil meine Bogenschützen, die noch nicht direkt angreifen. Die Schleuderer, für die, die es nicht wissen, zählen nämlich tatsächlich im Spiel als Nahkämpfer. Und die Bogenschützen greifen automatisch erstmal die Fernkämpfer an, was ja sinnvoll ist an sich. Aber das ist beim Schleuderschützen nicht unbedingt sinnvoll, denn die greifen ja die Bogenschützen an und können die auch recht gut erledigen, wenn sie nicht angegriffen werden. Wenn dann so ein paar berittene Bogenschützen, die fast nicht getroffen werden, das Feuer auf sich lenken, dann können die in Ruhe Schaden anrichten. Von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Und da kommt die nächste Lieferung. Dann haben wir hier oben auch unsere drei Türme. Und dann können wir weitermachen mit der Burg. Einen, wie viel? Wir haben sowieso fast keinen Hopfen. Das heißt, die drei da unten arbeiten schon gut. Dann brauchen wir auch nicht mehr. Bin zur Stelle. Oh, rein. So. Das da dürfte noch gehen. Wir bauen es mal ein bisschen her. Kann hier ja ruhig ein bisschen verwinkelter sein. Da oben die Bäckerei rein. So. So. So, dann haben wir jetzt hier so eine kleine Gasse. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bäckereien, 10, 11, 12. Theoretisch müsste ich 16 laufen lassen. Müssten 16 laufen. So.
Warten wir mal, bis das Holz da ist. So, dann hier. Mal auch mal zuziehen. Und zum Schluss hier hoch. Dann machen wir es einfach mal erstmal so. Bin zur dann Stelle. Brauchen wir mal ein paar Leute, die wir dort oben reinstellen. Unsere Lebensmittelvorräte stellen wir das hier mal auf plus 4. Ich habe vergessen, meine Kapelle zu bauen. Das gibt's doch nicht. Dann kommt hier unten eine Kapelle hin. Da soll noch eine hin. Und hier oben. Hier ist eine schöne Stelle. Dass ich Kapelle vergesse. Wie gesagt, hier kommt noch eine hin. Gibt's ja nicht. So, aber auch das haben wir hingekriegt. Ja. Nur sie zu vergessen, wir haben es auch hingekriegt, sie dann zu bauen. Bogenschützen bereit. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. In Bewegung. Eure Befehle? Der Turm ist auch besetzt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Und der Turm ist besetzt. Das sieht man halt von hier aus nicht so gut. Zinsen sind übrigens mehr oder weniger nur Schmuck, kann man sagen. Natürlich halten sie ein bisschen auch Katapultfeuerstand und so, aber ja, sind auf die geben tatsächlich keine Deckung. Das ist wieder so eine Minigruppe. Oh ne, diesmal sind es mehr. Diesmal sind sie gefährlicher. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Gebäude stehen in Flammen, Sire. Das ist jetzt schlecht. Wohin gehen wir? Aber wir haben tatsächlich nicht genug. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Allzeit bereit. Kommt mal raus. Geht da unten und die. Das läuft ganz gut. Oh, wir haben das Feuer gelöscht bekommen. Eine Hütte ist abgebrannt. Das ist jetzt nicht das Schlimme. Womit kann ich dienen? Okay, wenn die nicht angreifen, also nicht meine Wirtschaft angreifen, dann sind die mir erstmal recht egal. Dann wollen wir trotzdem jetzt anfangen, auch Schwertkämpfer auszubilden. Wir können immer noch keine Menschen bauen. Wir können nur Schwerter bauen. Schmieden ist besser. Die Stadt wächst. Wir brauchen eine neue Kapelle. Okay. Wird das jetzt werden? Naja. Sagen wir es mal so, unsere Verteidigung hält auch gut stand. Jetzt drehen die schon wieder. Ach, ich weiß, warum sie aufdrehen. Hinten ist ja noch offen, weil ich einfach nicht genug Steine habe. Jetzt geht das Tor, wenn die vorne zu dicht dran sind, natürlich zu. Das ist der kürzeste Weg, also wollen sie dort lang. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Jetzt geht das aber jedes Mal, wenn es zugeht, wollen sie außen wieder lang. Dann gehen sie zu weit weg und das Tor geht wieder zu. Dann gehen sie nochmal hin und ja. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Aber das ist der Preis dafür, dass ich nicht so viele Steine kriege. So. Ja,
Das da sieht nicht so schön aus, aber ich denke, insgesamt sieht es gut aus. Wir sind bereit. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So. Wir haben eine Menge Geld in der Zwischenzeit bekommen. Und hier kommt noch eine Kapelle hin. Wir sind nämlich hier sehr fromme Menschen. Mein Bogen ist euer. Oder zumindest welche, die gerne in die Kirche gehen. Ja, bitte. Wir bauen so, dass die... Ihr könnt auf uns zählen. Seid gegrüßt. Wir bauen so, dass auch die Eisenminen draußerhalb sind. Das wird nicht so viel Unterschied machen hier. Aber... Wir benötigen Steine. Ja, der eine Turm reicht da. Bauen hier noch einen Turm hin, vielleicht bauen wir hier irgendwo noch einen Turm hin. Und dann ist unsere Burg fertig, theoretisch. Wir könnten höchstens noch überlegen, hintenrum noch was zu bauen. So. Wir benötigen Steine. Warten wir einfach, bis es da ist. Wir sind eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, das ist jetzt nicht unser Problem, oder? Eure Befehle? In Bewegung! Wir benötigen Steine. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen. Wie viel Bier haben wir? Wir haben schon 19, wir brauchen 50. Und wir haben nicht genug Hopfen. So. Ich hab hier noch eine Hopfenfarm hier hingestellt. Wer hat eigentlich die Hopfenkäfer mitgebracht? Die arabischen Streitkräfte greifen an. So. Und den Turm jetzt hier auch noch besetzen. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Und hier kommt mal noch. Dann machen wir dort hinten zu, damit die Schwertkämpfer von ihnen sich richtig verhalten. Müsste ja jetzt dicht sein alles. Und machen wir hier zweimal dick, damit das auf der anderen Seite besser aussieht, wenn das hier so abschließt. Wenn die noch irgendwo... Theoretisch müsste der Bergfried doch jetzt dicht sein. Bogenschützen bereit! Pfeile bereit! Ist hier auch mal... Bogen gespannt! So. Mein Bogen ist euer! Müssen die sich abschießen? Okay... So, okay, du bist tot. Pech gehabt. Kannst die Klippe runterspringen. Hier muss ich noch Zins bauen. Wir können hier aber auch noch einen Turm bauen. Steine. Ah, der Bergfried ist komplett. Auch wenn er es nicht angezeigt hatte. Wir haben eine hübsche Burg. Dass hier frei ist, es sieht nicht so schön aus, aber wir haben noch Mehl. Komm, dann bauen wir hier noch ein paar Bäcker hin. Was macht ihr jetzt? Ich muss das nicht nachvollziehen. Denn so. Auch ihr kriegt hier noch einen Brunnen hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Dann erschießt ihn, wenn er zu nah ist.
Und wir bauen. Ja. Ich glaube, hier sieht er besser aus. Gebäude stehen in Flammen, Sire. So. Ja, ist nicht das Schönste, was ich fabriziert habe. Aber ist auch nicht das Hässlichste. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Können wir irgendwie noch wir sind bereit. Hier zwei Schwertkämpfer hinstellen. Wir sind bereit. Ihr könnt auf uns zählen. Noch einen Rüstungsmarkt. Und hier zwei Schwertkämpfer. Ja. Bogenschützen bereit. Und dann stellen wir jeweils drei Bogenschützen noch auf die Tore. In Bewegung. Eure Befehle? Rücken aus. Wir folgen euch, Herr. Hier kommen wir hier vorne hin. Ihr seid so ein bisschen Leads. Nennt euren Wunsch, bitte. Mal gucken, wie gut das funktioniert, wenn ich euch hier hinstelle und sage, ihr sollt dann mal bis hierhin patrouillieren. Ja. Wohin gehen wir? Allzeit so, bereit. Dann holen wir euch womit mal noch. Patrouillieren dann bis hierhin. Dann haben wir noch einen, der bis dort oben hin patrouilliert. Ein Sechser-Team. Euren Wunsch. So. Ja, bitte. Ihr patrouilliert dann bis hierhin. Ihr könnt auf uns zählen. Und ihr bis dorthin. Weiter. Wohin? Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, das. Ich glaube, es wird cooler aussehen, wenn sie nicht rennen würden, aber. Ah, ist jetzt nicht so schlimm. Wir könnten hier noch einen Turm hinbauen. Da könnten sie auch theoretisch hochlaufen, von daher. Kann sich da auch keiner beschweren. Bin zur Stelle. So. Es werden die arabischen Streitkräfte greifen an. Sind auf dem Weg. Okay, was kommt? Absolut nichts Bemerkenswertes. Ja, durch die Bäckereien ist das schon ein bisschen schöner geworden. Wir sind bereit. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wow. Ihr seht, dass das da oben bis so frei ist. Das sieht nicht ganz so schön aus. Aber ich finde es in Ordnung. Ich finde die Burg eigentlich ganz hübsch. So. Haben wir das geklärt? Schauen wir noch, dass wir genug Bier kriegen. 33 haben wir schon. Hopfen ist ein Problem. Allzeit bereit, Kinder. Macht ihr dort hinten drin. So. Oha. Der Feind ist bezwungen. Aber natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele erledigen von denen. Nicht gerade eben gesehen, dass ich irgendwo hier bauen konnte? Hm. Ich verguckt. Getreide haben wir eigentlich auch nicht genug, aber wir haben genug Mehl. Wir sind bereit. Ihr könnt auf uns stellen. Das ist die Hauptsache. Da habe ich die Brauereien schon so weit weggebaut. Und trotzdem verbrauchen die das Ganze. Ist schon faszinierend. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Also gut. Wir komm du mal hier auf die Seite. Was wünscht ihr? Gegrüßt. Wir sind bereit. Eure Lordschaft. Wir folgen euch, Herr. Wir sind bereit. Ihr könnt auf uns bin zur Stelle.
Ja, bitte. Okay. Unerreichbar. Irgendwie. Ich habe auch das Feuer irgendwie schlimmer in Erinnerung. Ihr könnt auf uns zählen. Einer für alle. Ja. Oh, boah, ist irgendwie nicht so schlimm wie in Erinnerung. Ein weiter Weg. Hier kommen wir runter. Ja, holen wir uns mal noch hier eine Elle. So. Ja, was mache ich denn jetzt noch? Wir können wir Schränke noch bauen, damit wir länger in der Mission sind. Mal das Stein verkaufen, weil wir sonst kein Bier mehr einlagern können. Achso, das Eisen brauche ich ja noch. War jetzt nicht ganz so schlau. Eisenmine. Geht dort gut. Wir sind bereit. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Würde die ja eigentlich gern vor den Bergfried stellen, aber dann gibt es ein Feuer, das brennt ab und dann sind sie alle tot und das will ich nicht. Was ist mit euch? Nennt euren Wunsch. Sehr wohl, mein Herr. Warum lasst ihr die Patrouille sein? Wir rücken aus. Mein Bogen ist euer. Und so. Weiter. Jetzt müsst ihr wieder gehen. Oder? Ja. Wieso haben die Patrouille abgebrochen? Wir sind bereit. 40 Bier haben wir schon mal. Ihr könnt auf uns zählen. Ein weiter Weg. So, dann können wir. Wohin gehen wir? Sehr wohl. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Allzeit bereit. So. Lassen wir die Leute mal einfach ein bisschen rumlaufen. Womit kann ich dienen? Und weiter. Nennt euren Wunsch. Keine Ahnung. Sehr wohl. Ich hab's gerade mit Patrouillen. Fragt mich nicht warum. Wir laufen auf jeden Fall schön rum. Wir sind bereit. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Das heißt ja immer, dass die zu wenig Sport machen, die Leute. Es werden Rekruten benötigt. Gebäude stehen in Flammen. So, schauen wir mal, ob sie es rechtzeitig gelöscht kriegen oder ob hier gleich die ganze Burg brennt. Das könnte nämlich hier drüber die ganze Burg anzünden. Nö. Haben sie gut hingekriegt. Und 42 Spiel. Schön, die haben so eine Patrouille eingerichtet, aber geht trotzdem nicht hin und greifen sie an. Mein Herr, komm, füllt mal den Turm nach. Eure Befehle sind auf dem Weg. Bin da auch. In Bewegung. Ja bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir in das Spiel? Hopp, schnappt ihr euch. Auf sie! Allzeit bereit! So, das war ihr letzter Angriff. Oh, ich habe noch nie den Schwertkämpfer sich vorhin sehen. Wahnsinn! Von den Bogenschützen kenne ich das ja und von den Speerträgern kenne ich es auch, wo sie dann die Lanze so über den Kopf heben, aber die Schwertkämpfer habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Dabei habe ich es schon so lange gespielt. Haben alle Soldaten so eine Freudenanimation. In meinem Kreuzzugmarsch sieht man sie ja sowieso nicht. Bogenschützen bereit. Würde mich jetzt wirklich mal interessieren. ...46 haben wir. Jeder braut gerade. Also müssen wir nur noch warten, bis die einlagern. Die Mission geht etwas länger, aber das liegt eher daran,
dass man so viel Bier braucht. Womit kann ich dienen? Wir rücken aus. So. Wo bleibt's? 46. 47. 48. 49. Komm. Hä? 49. Und da kommt die 50. Damit haben wir gewonnen. Ich muss noch einmal im Kreisel laufen. Weil hier die zwei voll sind. Sieg. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Und die Waffenkammer ist voll. Können wir auch direkt nach Arak. Ich weiß nicht mehr, wohin schicken. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei Mission 5 Jerusalem, das letzte Gefecht. Bis dahin, tschüss.